über 14 Millionen YouTube-Aufrufe und mehr als 100.000 Likes kommen nicht von ungefähr. Denn es geht um einen der bewegtesten Momente in der olympischen Sportgeschichte. Ich bin Christian Jaschke von Athletes Mind Tuning und in diesem Video führe ich dich zurück in die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona. Vor allem aber geht es um eine Erkenntnis und eine Strategie, mit der du praktisch nie verlieren kannst. Die Hauptrolle in diesem bewegenden Moment spielt Derek Redmond. Derek war britischer Rekordhalter im 400-Meter-Sprint und er war heißer Medaillenfavorit für die Olympischen Spiele in Barcelona. Ich glaube, es war das Halbfinale. Er erwischt einen guten Start. Ja, relativ schnell im Rennen ist er an zweiter Stelle. Doch dann, ungefähr nach 150-200 Metern, spürt er einen starken Schmerz im rechten Oberschenkel. Voller Qualen sinkt er zu Boden. Er ist den Tränen nahe. Er verharrt eine Weile und vor allem eins macht ihn aus. Er ist unwillens aufzugeben. Also rappelt er sich auf und humpelt langsam Richtung Ziel. Doch dann, ungefähr ein paar Sekunden später, stürmt ein Mann aus der Tribüne auf die 400-Meter-Bahn und bewegt sich in Richtung Derek. Als er Derek erreicht, es ist sein Vater, sagt er zu ihm: "Du musst das nicht machen." Doch Derek antwortet nur: "Doch, ich muss." Dann sagt der Vater: "Okay, dann machen wir das zusammen." Dann bewegen sich Arm in Arm Vater und Sohn humpelnd Richtung Ziellinie. Kurz vor dem Ziel lässt sein Vater ihn das Rennen beenden. Derek bekommt Standing Ovations, also stehenden Applaus, von der Menge von 65.000 Zuschauern. Ja, und was können wir daraus lernen? Wenn du nicht aufgibst, dann kannst du praktisch nicht verlieren. Die Dinge im Leben oder im Sport laufen nicht immer so, wie du es gerne hättest. Vermutlich hat jeder von uns das in der einen oder anderen Form schon einmal erlebt. Ja, und deshalb sind das meine Empfehlungen für dich. Ich führe dir einmal Folgendes vor Augen. Erstens, siegen bedeutet nicht unbedingt zu gewinnen. Zweitens, im Sport geht es um weit mehr als um Wettkampfergebnisse oder Bestzeiten. Ja, und drittens, gebe niemals auf. Übrigens, einen Wettkampf verletzungsbedingt abzubrechen, zählt für mich jedenfalls nicht als Aufgabe. Desejo boa sorte para todos os participantes da Olimpíada do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Das war portugiesisch und heißt so viel wie, dass ich allen Athleten der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro viel Glück bei den Wettkämpfen wünsche. Denn Rio verbindet eine ganze Menge mit mir, beziehungsweise ich mit Rio, denn ich habe dort selbst mal gelebt und trainiert. Und deshalb noch ein Gruß an meine alte Trainerin, Marcia Ferreira, muito obrigado para seus treinos no seu clube de triatlo. Ja, ich habe mich gerade bei ihr bedankt für die vielen tollen Trainings mit ihrem Triathlon-Club. Ja, und hier noch ein kleiner zusätzlicher Hinweis. Ja, ich habe das Originalvideo von Derek Redmond, wo ihr ihn seht, bei den Olympischen Spielen 92 in Barcelona. Ja, das Video geht ungefähr 3-3,5 Minuten und ich empfehle euch wirklich, das anzuschauen. Ich habe es gepostet direkt hier unter diesem Video, beziehungsweise auch verlinkt auf meinem YouTube-Kanal. Also schau es dir mal an. Ja, und falls du das Video irgendwo anders gesehen hast als auf meiner Website athletesmind.de, ja, dann empfehle ich dir, da mal vorbeizuschauen, denn da findest du viele weitere interessante Inhalte und Videos rund um das Thema Mentaltraining. Ja, und zum Abschluss wünsche ich dir beste mentale Stärke im Training und Wettkampf. Dein Christian Jaschke.